Wir sind im Artemis Tau Cluster, denn dort haben wir noch zwei Planeten, die wir noch nicht erkundet haben. Einer ist im Sternsystem Sparta und genau dort bin ich jetzt gerade, der heißt Edolus. Und hier haben wir einen mumifizierten Salarianer rumliegen. So mumifiziert sieht er gar nicht aus, aber ich nehme mal an, der wird was vom Salarianer unten für uns haben. So, bergen wir mal fix das Artefakt. So, ganz gemütlich, ganz gediegen. Oder auch nicht. ID-Tag gefunden. Sie haben Captain Milons oder Milons ID-Tag gefunden. Wie es hierher kam, bleibt ein Rätsel. Vielleicht mit dem Captain zusammen, der daneben liegt. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Unter Umständen. Na gut. Wir sehen uns, wenn es wieder was gibt. So, und hier gibt es noch was, nämlich ein Notsignal. Das scheint wir offenbar mal empfangen zu haben irgendwann. Mal schauen, ob wir wieder irgendwelche Rachen warten oder... Heidewitzka, Kapitän! Was bist du denn? Ein Dreschschlund. Also ich weiß ja, was Dreschschlunde sind, aber trotzdem. Muss das jetzt sein? Alter. Gut, dem nähere ich mich nicht allzu sehr. Dreschschlunde sind sehr berüchtigte Wesen. Denn man sieht schon, mit denen möchte man sich nicht anlegen. Und vor allem die Kroganer stehen total auf die, weil... die ja immer ihre Männlichkeit und ihren Kampfeswillen beweisen müssen. Und das kann man besonders gut, wenn man Dreschschlunde platt macht. So, ich hoffe, für den Kollegen war es das dann jetzt gleich. Nein, 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 nein. Weg mit dir. Oh, Gott sei Dank. Schaut euch mal meine Räder an unten. Irgendwie hat es gerade alle auf einmal erwischt. Alter Schwede. Gut, ich glaube, für diesen Allianz-Trupp kam es etwas zu spät. Diesmal war es ein echter Notruf. Allianz-Soldaten. Offenbar wurden sie vom Notsignal hergelockt. Oder so rum. Sie sind also auch dem Notsignal gefolgt. Das ist natürlich offenbar Pech. Offenbar unterstehen diese Männer Admiral Kahopus Kommando. Er wird wissen wollen, was hier passiert ist. Oh, dann weiß ich, glaube ich, was für Leute das sind. Ich glaube, das sind die Leute, die zu finden mich Admiral Kahoku gefunden hat. Und damit haben wir Edolus abgearbeitet. Wir sehen uns wieder auf... Oh Gott, wie heißt der Planet? Charjila im Sonnensystem Mazedon. Bis gleich. Und da sind wir auch schon auf Charjila. Wir haben hier eine Anomalie, die wir uns jetzt gleich anschauen. Denn das ist eine Kapsel der Asari mal wieder. Und danach schauen wir mal hier oben. Denn da steht Festung. Und Festung klingt verdammt gut nach Kampf. Erstmal aber hier noch das Artefakt, wahrscheinlich wieder von Matriarchin Dinaga geborgen. Matriarchenschrift geborgen. Es lässt sich nicht bestimmen, wer hier gelebt hat, aber der Ort ist schon einige Zeit verlassen. Das Behältnis in dem Zelt enthielt neben anderen Dingen auch eine der Schriften der Matriarchin Dinaga. Mal wieder her damit. Ich glaube bald, das werden keine extra Quests sein mit den Matriarchenschriften und so weiter, sondern ich habe gerade gesehen, dafür gibt es auch Kohle. Wenn man die findet, vielleicht... ist es halt einfach nur eine weitere Zuverdienstmöglichkeit, weil die Dinger dann quasi ohne, dass es irgendwie mit einem Quest zu tun hat, vertickt werden auf dem Markt. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir so vorstellen zumindest. Gut, und damit sehen wir uns dann bei der Festung. Ich schnapp mir dabei mal hier das Thorium-Vorkommen. Und da sind wir auch schon. Wir sehen, es sind Piraten und die haben Scharfschützen, die wir uns erstmal schnappen sollten, glaube ich. So, einmal voll mit dem Geschütz rein. Ist bestimmt schön, wenn man so als Scharfschütze da oben auf dem Turm steht und mit dem Geschütz eins ins Gesicht geballert kriegt. So. Okay, versteckt sich, kein Problem. Kriegen wir trotzdem erschossen. Aber ich glaube, der Kampf im Inneren könnte dann wieder relativ witzig werden. Wenn ich an mein letztes Aufeinandertreffen mit Piraten denke, dann bin ich jetzt nicht so ultra scharf drauf, muss ich sagen. Aber gut, mal sehen, vielleicht läuft es ja diesmal besser. Erstmal den Scharfschützen aus dem Verkehr gezogen. Und damit hätten wir die Piraten hier draußen schon mal beseitigt. So festungsmäßig ist die Festung dann gar nicht. Hier, schaut mal, eure Barrikaden, die sind billig. Und hinein. Gut, dann schauen wir mal, was uns hier Schönes erwartet. Ich speichere mal und dann geht's hinaus. Keiner da? Zumindest nicht hier vorne. Los, los, los! Und da sind sie auch schon. Vorsicht! Ich mache ich fertig! Ja, das war schlau, mein Kollege. Mein Kollege.
Erinnert mich gerade an die eine South Park-Folge, wo die Kanadier sich gegenseitig mit Ausdrücken zu belegen versuchen. Und der eine immer mein Alter sagt, der andere immer mein Freund. Und es dann immer heißt, ich bin nicht dein Freund, mein Alter. Ich bin nicht dein Alter, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel, mein Freund. Und so weiter und so fort. Okay, das war nicht so hilfreich. Ich bin dran. So, das war schon ein bisschen besser. Menschliche Piraten, so eine Sauerei. Na, könntest du mal? Hallo? Ach, Shepard, manchmal bist du auch ein bisschen unnütz. Okay, neues Level Up, das ist sehr schön, sehr schön. Und die gehen doch weitaus einfacher zu besiegen als damals in dem einen Kampf, den ich schon mal hatte, wo ich den Piraten-Captain, den richtigen, mit dabei hatte. Die hier sind doch eher von der leichteren Sorte. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur daran, dass wir mittlerweile doch schon ein bisschen bessere Ausrüstung haben. Das kann auch sein. Auf jeden Fall holen wir uns nochmal die eine, die hier noch im Zwischengang. Alte. Steht. Darf ich mal wieder? Dankeschön. Ich gehe mal hier in den Zwischenraum kurz. Diese blöde Bitch. Ich hasse Biotika. Ich hasse Asari. Ich kann sie nicht leiden. Mit Stati bleibt auch auf der anderen Seite. Dann können wir die schön die Schere nehmen. Die Zange, was auch immer. Komm schon raus. Stirb. Gut, haben wir die auch. Das war's dann auch schon für die Piraten hier, so wie mir das scheint. Dann gucken wir mal kurz, was wir hier abräumen können. Ein paar Kisten zum Öffnen, eine medizinische Station zum Dechiffrieren. Da bin ich ja mal gespannt, was denn hier Interessantes gibt. Mittelschwer Mensch, leicht Turianer. Na gut, von mir aus. Das Zeug sammeln wir ein. Wir sehen, ich habe mal ein bisschen verkauft und wir haben unglaublich Kohle mittlerweile. Ich glaube, wir sind irgendwo bei 420.000 Credits mittlerweile. Also da können wir mal richtig shoppen gehen, wenn wir irgendwann mal wieder in die Citadel gehen. Das sollten wir auch mal tun, denn wir haben dort auch noch ein paar Quests zu erledigen. Aber jetzt ist halt erstmal Questen im Weltraum angesagt hier. Irgendwann geht es dann auch mal mit der Hauptmission weiter, ja. Aber wir müssen halt auch mal irgendwo ein bisschen anderes Zeug machen, ne? Ich glaube, ich werde auch die Citadel nicht gleich dranhängen, sondern werde dann erstmal wirklich nach Pharos gehen und vielleicht auch nach Würmeier. Bevor wir dann auf der Citadel fertig machen. Aber mal schauen. Das haben wir ja alles noch vor uns. Das müssen wir jetzt noch nicht entscheiden. Auf jeden Fall sollten wir hier mal reinschauen, denn das ist schwer. Das ist ein bisschen herausfordernd. Und vielleicht gibt es ja was Besonderes. Nö, gibt es nicht. Na gut, dann eben nicht. Den Tisch untersuchen wir gleich. Erst nochmal hier den Safe. Und ich freue mich mal wieder, dass ich Garrus und Tali mitgenommen habe, denn mit den anderen wäre das doch ein bisschen schwierig geworden. Oh, da geht es ja gar nicht lang. Das war dumm, aber das reicht noch gerade so wunderbar. Kampfscanner, Stabilisator, ja von mir aus. So, speichern. Sie haben jetzt Beweise dafür, dass die asarische Sklavenjägeranführerin und Nasana Dantius, eine bedeutende Botschafterin auf der Citadel, Schwestern sind. Sie sollten zum Präsidium zurückkehren und Nasana mit diesen Fakten konfrontieren. Okay, ich glaube, das hätten wir noch gar nicht unbedingt machen sollen, sondern ich glaube, wir hätten erstmal auf der Citadel mit Nasana reden sollen oder mit irgendjemandem, der Nasana loswerden will. Haben wir dem Ganzen mal ein bisschen vorgegriffen, wo wir gerade schon von der Citadel geredet haben. Gut, passiert, von mir aus. Naja. Auf jeden Fall haben wir dann jetzt schon mal was in der Hand, damit wir dann Nasana auch damit konfrontieren können. Ist doch auch ganz praktisch. Und mit Admiral Kahoku können wir auch noch sprechen. Also auf der Citadel wird es dann auch einiges abzugeben geben für uns. Damit war es zusammen von diesem Planeten. Ich schaue mich mal wieder im Weltraum um. Das Gemini Sigma Cluster empfängt uns. Und zwar, genau, um genau zu sein, das Ming-System. Ich glaube, das ist auch das einzige, zumindest wenn ich keinen zu übersehen habe. Das war ein bisschen schlecht zu sehen auf der Karte. Genau, und hier auf dem Planeten Altanor finden wir mal wieder ein Medaillon. Beim Scannen von Altanor haben sie ein paar interessante Objekte in einem Trümmerfeld ausgemacht. Nachdem Joker die Normandy nah genug heranbringen konnte, gelang es dem Aufklärungsteam, einige wertvolle Funde einzusammeln. Darunter auch ein Medaillon des Salarianerordens. Und ansonsten haben wir hier noch natürlich einen wunderschönen Asteroidenring, den wir jetzt gleich mal mit untersuchen. Wir sehen schon da auf der Karte markiert,
ist eine Raumstation und ich glaube, dabei wird es sich um die Raumstation handeln, die wir aufsuchen sollten von Admiral, oh Gott, wie hieß er? Nicht Admiral, sondern General Dingens hier, halt der Chef der Allianztruppen. Ich hab's gerade vergessen. Der wird vor allem im dritten Teil dann eigentlich noch ziemlich wichtig sein, deswegen sollte ich mir den Namen eigentlich merken, aber gut, was soll's. Wir schauen aber kurz hier auf Antirokus. Da gibt es aber nichts. Und dann schauen wir einfach mal auf der MSV Worthington vorbei. Die Worthington ist ein menschliches Modullastschiff der Kowloon-Klasse, das für verschiedene Fracht- und Personentransportzwecke gebaut wurde. Das Schiff scheint seit langem nicht mehr benutzt worden zu sein. Die Haupttriebwerke sind erkaltet und es treibt durch den Orbit von Antirokus. Registrierung, die Morrison Company, Shang-Chi. Okay, dann ist es vielleicht doch nicht das. Ich dachte, dass es das Schiff ist, auf dem die VI verrückt spielt und die wir wieder gerade rücken sollen. Aber vielleicht auch nicht. Schauen wir mal, was uns erwartet. So, vielleicht schon mal die Waffe in die Hand nehmen. Anscheinend ist dieses Schiff verlassen. Kann nicht schaden. Alles wurde deaktiviert. Nur die Lebenserhaltung funktioniert noch. Die Frage ist, warum? Schauen wir doch mal nach. Ich meine, wenn alles deaktiviert ist, warum sollte... Haben Sie das gehört? Das klang wie Schritte. Warum sollte man die Lebenserhaltung... Das war kein Unfall. Das könnte alles eine Falle sein. Ja? Warum sollte man die Lebenserhaltung noch am Laufen lassen? Das ist die Frage. So, ich räume mal hier den Kram aus dem Weg. Gut, den habe ich zu spät gesehen. Was haben wir denn? Okay, riesige Marco-Reifen. Das ist ja schön. Das ist ein Lager mit Marco-Reifen. Räumen wir mal alles schon vorher weg, damit wir nicht reinstolpern auszusehen. Da drüben haben wir noch was zum Sammeln. Das ist schön. Stabilisator, gut von mir aus. Weg damit. Gut, dann sollten wir... Halt, da war gerade was. War das Muscaris? Ich weiß es nicht. Dann sollten wir einfach mal schauen... natürlich auch treffen, das ist die Voraussetzung dafür, dass man etwas wegschießt. Was uns hier denn im Cockpit erwartet, beziehungsweise in den beiden Räumen daneben. Ich vermute aber mal eher im Cockpit, denn ich vermute, dass wir dort einen Logbucheintrag oder sowas finden. Okay, wir sollen alle drei Räume untersuchen. Dem Radar nach. Schauen wir erstmal hier links und rechts. Keiner da. In Ordnung. Nur ein wahrscheinlich Toter, ich weiß es nicht. Schauen wir doch mal. Offenbar hält ihn die Maschine am Leben. Auf den Anzeigen kann ich keine Hirnaktivitäten erkennen. Er ist tot. Sein Körper ist nur eine leere Hülle. Vielleicht sollten wir die Maschine abschalten, das wäre wohl das Beste. Es ist Ihre Entscheidung, Shepard. Aber vielleicht sollten wir erst etwas unternehmen, wenn wir weitere Informationen haben. Das ist richtig. Wir warten erst nochmal, bevor wir hier abschalten. Wer weiß, warum der noch am Leben ist. Hier haben wir noch was zum Anhören. Das machen wir gleich. Erstmal will ich hier kurz den Spind öffnen. Wer weiß. Wir sollten nicht vorschnell handeln. Vielleicht ist er ja irgendwie von Bedeutung. Und wird deshalb noch am Leben erhalten. Oder jemand wäre ziemlich pissig, wenn wir ihn ausschalten würden und würden uns in einen Kampf stürzen. Kann auch sein. Jacob wird es nicht schaffen. Sein Gehirn hat zu lange keinen Sauerstoff mehr bekommen. Wir können nichts weiter für ihn tun, außer ihn in Würde sterben zu lassen. Genau das hätte er gewollt. Ich mache mir größere Sorgen um Julia. Sie zeigt Anzeichen ernsthafter Depressionen. Ich habe ihr zwar Medizin gegeben, sollte aber lieber den Captain warnen. Okay. Dann könnten wir uns also den Zorn einer etwas seltsamen Witwe auf den Hals hetzen. Schauen wir jetzt erstmal hier vorbei. Hier ist keiner, das dachte ich mir, nur ein Bordcomputer. Jacob scheint keine Hirnaktivitäten mehr zu haben. Wir können nichts mehr für ihn tun. Er würde nicht wollen, dass ihn Maschinen am Leben erhalten. Daher sollten wir die Lebenserhaltung abschalten. Aber Dr. Smith macht sich Sorgen, wie Julia darauf reagieren wird. Sie kann Jacob offenbar nicht gehen lassen. Der Stress wirkt sich negativ auf ihre Implantate aus und sie bekommt Migräne. Es wäre wahrscheinlich für alle das Beste, wenn wir ihr erst hinterher sagen, dass wir die Lebenserhaltung abgeschaltet haben. So hätte sie... Julia, was machen Sie denn hier? Warum sind Sie... Ah! Oh,
Ich glaube, da ist jemand durchgedreht. Ich sage eine seltsame Frau. Und die ist wahrscheinlich dann hier nebenan. Eine L2-Biotikerin, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Und ich ziehe schon mal die Waffe. Wer weiß. Das kann nicht schaden. Crew-Computer? Keiner da? Nanu, wo ist sie denn? Auf jeden Fall müssen wir erstmal hier dechiffrieren. Das geht vor dem Crew-Computer. Eingesammelt. Und dann hören wir nochmal rein. Sie sagen, Jacob sei fort. Sein Hirn würde nicht mehr funktionieren. Darum wollen sie die Maschinen abschalten. Aber Jacob ist das Einzige auf der Welt, das mir wichtig ist. Ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Und das macht mich fertig. Ich fühle mich so hilflos und so verdammt wütend. Dr. Smith hat mir Medikamente zur Beruhigung gegeben. Aber ich kann sie nicht nehmen. Nicht, solange ich keinen Weg gefunden habe, Jacob zu helfen. Ich kann und ich werde ihn nicht aufgeben. Aha. What? Hat hier gerade jemand gerufen? Dich mache ich fertig! Die Alte! Du dummes Stück! Da, warte! Hey, ich wollte es im Guten versuchen, ne? Aber die Alte, die kommt ja sofort. Weißt du, wenn du mir so dumm kommst, dann schalten wir deinen Typen jetzt ab. Das hast du davon. Das hast du davon. Jetzt hast du ihn umgebracht. Na super. Wenn du lieb gewesen wärst, von mir aus. Aber jetzt hast du es verkackt. Deaktivieren. Sie haben das Richtige getan, Shepard. Natürlich habe ich das. Die Alte ist schuld. Okay, damit hat sich das erledigt. Sie konnte ihn letztendlich doch gehen lassen, weil sie jetzt selbst weg ist. Und damit sind sie jetzt wieder glücklich vereint im Tode. Das ist doch schon mal was. Insofern man daran glaubt, dass man nach dem Tode wieder vereint sein kann. Das ist natürlich auch wieder Auslegungssache. Ich persönlich halte es damit, dass ich keine Ahnung habe und mich überraschen lasse, wenn es irgendwann mal soweit sein sollte. Ja, das ist nämlich auch so eine interessante Frage. Wird hier nicht so sehr thematisiert, glaube ich. Wir gehen hier zurück auf die Normandy, aber das Leben nach dem Tode ist halt auch so eine interessante philosophische Frage. Ich finde, Mass Effect neigt so ein bisschen dazu, einen dazu anzuregen, zum Rumphilosophieren. Wie sieht das Leben nach dem Tod aus? Wie stellt ihr es euch vor? Und die Wissenschaft sagt ja, dass hier ist übrigens wirklich kein anderes System in dem Cluster. Die Wissenschaft sagt ja, dass die Denkprozesse Hirnströme sind, also elektrische Hirnströme, aber könnte da nicht vielleicht mehr dahinter stecken? Gibt's zwei, okay. Steckt da nicht noch irgendwie mehr dahinter? Ist die Persönlichkeit wirklich bloß aus elektrischen Hirnströmen und dem Zusammenspiel von Hormonen aufgebaut, ist die Frage. Ich glaube, da ist noch mehr dran und diese unergründete Komponente, die ist eben nicht einzuschätzen und deswegen kann ich das nicht sagen. Ich persönlich muss ja sagen, ich sympathisiere ja sehr mit dem Gedankengut des Buddhismus und finde den Gedanken auch nicht schlecht, dass man vielleicht, ohne es zu wissen, irgendwann mal wiederkommt oder auch schon mehrfach existiert hat. Das macht es für manche vielleicht auch erträglicher, wenn sie eben ein unschönes Schicksal erleben. Patriarchenschriften gefunden. Sie haben ein seltsames Objekt im Orbit von Plova gefunden. Techniker Adams und Tali haben erfolglos versucht, seinen Ursprung herauszufinden. Dafür fanden sie darin eine der Schriften der Matriarchen, die Naga. Großartig. Muss ich mal so sagen. Großartig. Das bringt Geld. Und auf Trevin werden wir gleich einmal landen. Und wenn ich noch was gefunden habe, schaue ich wieder rein, beziehungsweise schalte ich euch dann wieder zu. Bis gleich.